Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten Top 10 Video. Es geht heute um die Scar 20s. Wir kommen langsam immer näher Richtung Knife. Und ich habe immer noch dieses T-Shirt an, denn ich nehme das alles an einem einzigen Tag auf. Ja, richtig gehört. Aufnahmemarathon wegen Urlaub und sowas, ihr wisst Bescheid. Auf dem 10. Platz liegt bei mir die Scar 20 Crimson Web. Die Crimson Web Skins sind ja so an sich auch recht beliebt. Auf Knives oder auf dem Revolver ist, glaube ich, auch der Skin drauf. Denke ich, die Sticker mal weg. Die stellen vielleicht ein bisschen rot, schwarze Linien, Spinnennetze, Spider-Man-mäßig. Nice. 4 Euro kostet der Skin. Kann man sich jetzt, naja, 4 Euro halt. Platz Nummer 9, da liegt die Carbon Fiber. Ich finde, so etwas Dunkleres passt dann schon deutlich besser zu der Waffe. Das Rote sah auch gut aus, ganz klar, aber diese Carbon-Optik, die hat es schon in sich, ne? Und jetzt passt mal auf den Preis auf. Hört mal hin. 5 Cent mit Strichcode. Kannst du mal sehen. Das ist schon ein Schnäppel. Viele Leute bezeichnen Spieler mit der Scar 20 oder der anderen Autosnipe als Noobs oder Noob oder Kacknoob. Ich finde die Waffe überhaupt nicht schlimm. Also ich weiß nicht, was so tragisch an dieser Waffe ist. Es ist halt einfach eine Automatik-Snipe. Jede Waffe hat natürlich ihre bestmögliche Situation. Die Scar 20 ist natürlich für die lange Range, wenn mehrere Feinde kommen, nicht schlecht. Damit kannst du, wenn du gut bist, auch geschwind mal mehrere Leute legen. So wie eine AWP eher für einen auf lange Range und eine Scout eher für schnelle Aktionen zum eigenen Verschieben gut ist. Aber wir kommen von diesen Gedanken mal komplett ab. Es geht ja hier um die Skins. Carbon-Optik, bla bla bla, Platz 9, weiter geht's. Auf meinem 8. Platz liegt die Scar 20 Power Core. Grün, gelb und grau sehen jetzt nicht ultra, es ist jetzt kein wunderschöner Skin, aber es geht. Der Barcode ist deutlich größer hier, weil die Waffe grün ist und da ist es halt einfach wichtig. Sie hat auch diesen typischen, Achtung, hier komme ich-Effekt, also mit diesem gelben auf Schwarz-Kontrast oder auf Grau-Kontrast, so ein bisschen Beam-mäßig. Und sie kostet 72 Cent. Naja, es wirkt auch so ein bisschen wie ein Landwirtschaftsgerät, oder? P-Core, der neue Laubbläser. So ein Laubbläser kostet zwar keine 72 Cent, aber naja, die Scar 20 Blueprint liegt auf meinem 7. Platz. Von weiter weg sieht sie ziemlich langweilig aus, wenn man aber näher kommt. Gefällt mir eben dieses Millimeterpapier oder dieses typische Blaupausen-Millimeterpapier ist es doch, oder? Finde ich halt sehr gut. Diese extrem hellen Abtrennungen oder, na gut, ist ja keine Abtrennung. Das gehört eigentlich zum Model der Waffe, dass es so hell erscheinen lässt wegen dem Licht, das dann da drauf fällt. Das sieht ultra cool aus, fast schon leuchtend. Das hier vorne zum Beispiel, oder? Sieht auch ziemlich neonmäßig aus. Barcode wieder sehr klein, ist ja auch blau. Darfst du nicht vergessen. Für 20 Cent kann man da auch nicht viel meckern, würde ich sagen, bei dem Skin. Den Preis finde ich fast in Ordnung, oder? 20 Cent? Guckt euch mal diesen wunderbaren Platz 6 an. Emerald. Eine sehr schöne Farbe. Das Shader-Spiel ist auch nice da drauf. Die Schatten eben so umherwursten. Beleuchtung, Hanswurst. Selbst der Sticker passt hier dazu. Er gehört zwar nicht auf den Skin, aber er passt dazu. 10,27 Euro ist das Teil im Moment wert. Warum nicht? Also, weil es zu teuer ist, deswegen. Der nächste Platz ist der Platz 5 und da liegt bei mir die Scar 20 Rotto. Und obwohl grün eigentlich meine lieberere Farbe ist als Vivo Blau, finde ich dieses Design natürlich hammermäßig. Es sieht ein bisschen aus wie Ölschlacke oder einfach ein Ölfilter, der da auf Wasser rumschwabbelt. Es könnte aber auch ein ziemlich öliges Universum sein. Da sind auch viele verschiedene Farben mit dabei. Da ist Türkis, Petrol, Blau, Schwarz, ein bisschen Weiß. Na gut, das liegt eher an den Shadern. Purple haben wir hier drin. Ein wahres Farbenspiel. Und jetzt ratet mal, was das Teil kostet. 12 Cent. Gibt's das? Da hätte ich eher mal gesagt, gut, dass die 10 Euro kostet, kann man so minimal nachvollziehen. Oder sagen wir mal 3 Euro. Aber die kostet jetzt 12 Cent. Und die andere grüne kostet 10 Euro. Was sieht toll aus. Die Splash Jam liegt auf meinem 4. Platz. Purple Splashes, die über die Waffe verteilt sind, auf einem Baum? Das ist ein Baum, ne, oder? Also das so habe ich es zumindest beim Top 10 Listen erstellen mir gedacht, dass das Äste sind. Und solche Skins, die so ein bisschen auffallen, gefallen mir halt einfach gut. Bezüglich des Preises habe ich aber eine extreme Überraschung erlebt, denn das Teil kostet 381 Euro. Ich kann dafür keine Rechtfertigung finden. Also wahrscheinlich ist es halt Angebot und Nachfrage oder ein Uptrade-Skin für irgendwas ultra krasses. Aber der Skin an sich, also ein Euro, oder? Weniger wie ein Euro eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Die Top 10 hiervon war eh schwer zu erstellen, weil ich eigentlich keinen Skin kannte. Ich kannte die Grotto und die Emerald. Das war's. Den Rest habe ich einfach neu kennengelernt, weil man das Ding ja auch nie richtig sieht oder in der Hand hält. Also ich spiele einfach die Scar 20 nicht, deswegen war das für mich ein bisschen schwierig. Jetzt folgen wieder die ersten 3 Plätze. Ihr könnt also wieder erraten, was da wohl liegt. Ich glaube, wenn man mich kennt, ist es gar nicht so schwer, zumindest einen Skin aus diesem Top 3 zu erraten. Die anderen zwei könnten natürlich doch ein bisschen knifflig sein. Ihr habt wieder ein wenig Zeit. Das war's schon. Auf dem 3. Platz liegt die Scar 20 Bloodsport. Richtig schön designt. Die Farben sind cool. Die Aufschriften, alles. Die Katze. Fucking delicious. 24. Oh mein Gott. Ich habe schon lange nicht mehr so eine geile 24 gesehen. Aber jetzt mal im Ernst. Es sieht cool aus. Es ist ein wirklich cool durchdesignter Skin. Guck mal, hier ist ein Panzer hier unten drauf. In die Richtung musst du laufen und schießen. Außer du musst zurücklaufen. Dann halt in die andere Richtung. Hier wird sogar angezeigt, dass die Waffe etwas angehoben wird durch den Rückstoß. Optimal, auch für Einsteiger. Super Gerät. 2,09 Euro gehen auch klar. Oder? Gehen klar.
Kann man nicht sagen. Die Cardiac liegt auf dem zweiten Platz und ist auch nicht der Skin, von dem ich da vorhin gesprochen habe, den ihr vielleicht wisst oder euch denken könnt. Das ist eine coole Farbmischung und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist auch an sich Orange und Blau sehr gerne auf Film- und Spielecovern, denn diese Farbmischung, meistens wenn es von links nach rechts geht, einfach diese Transition, also dieser Übergang, das erweckt in uns Aufmerksamkeit oder eben, yes, Interesse. So, oh, was ist das? Das fällt uns ins Auge, darauf sind wir gepolt. Und deswegen fällt einem dieser Skin halt auch schnell ins Auge, ne? Passt auch voll gut zu dem Teil. Ich finde, die SCAR 20 sieht aus wie eine Sportwaffe und das sieht sehr sportlich aus. Natürlich war die Bloodsport von gerade eben deutlich sportlicher. Die war aber dann wiederum zu sportlich. Es sah aus wie aus so einem Kunstschussverein oder sowas. Wo man die Kugeln in der Luft anhalten muss oder so ein Kram, keine Ahnung. Für 5,15 Euro kann dieses Teil in den eigenen Besitz übergehen. Ja, nun folgt der erste Platz. Ganz klar natürlich die Cyrex. Gerade vor kurzem war irgendwas auch noch Cyrex, was war das? Ah, die SG-553. Da war die Cyrex auch auf meinem ersten Platz. Die Playlist von meinen ganzen Top-10-Videos, also von allen anderen Waffen, ist übrigens auch am Ende, wie immer, in der Endcard verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken und so weiter. 4,07 Euro ist ein recht sportlicher Preis, den man auch so hinnehmen kann. Die Cyrex-Skins sind, soweit ich weiß, sehr beliebt. Da kann man sowas ja mal machen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieses Top-10-Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.